reinziehen können. Und zwar gibt es nämlich hier eine YouTube-Kacke von Hungriger Hugo, meine Freundin, einem ganz wilden Kanal, den ich ja schon des Öfteren In der hier zauberhaften Welt des tatsächlich versucht habe zu empfehlen. Und ich würde sagen, da schauen wir mal ganz kurz rein. Let's go. Ist das Kollege? Hat der Dings mit Kollege gemacht? Lull. Gar nicht mitbekommen. Okay. Die Schuhe aus und Riss. Teil 1 ist bei On Point. Okay, warte, dann müssen wir das zuerst gucken. Dann müssen wir natürlich zuerst bei On Point gucken. Dann ist natürlich ganz wichtig. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Podcast. Da fängst du schon an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Warum bin ich hier? Ich gehe jetzt einfach nach Hause. Ich weiß noch, wann wir uns kennengelernt haben. Im Chiba. Es ist einfach falsch, das ist nicht so. Ihr seid vor mein Haus gefahren? Falsch. Das ist einfach falsch. Echt? Nee. Geiles Gespräch. Feier ich, Digga, feier ich. Malträtier Nico und dich dann. Also, was hast du wieder? Malträtiert. Noni! Wir kommen immer noch nicht auf einen Nenner. Ich komme nüchtern ganz gut mit mir zurecht, muss ich ehrlich sagen. Okay, das ist cool. Ein Gastgeschenk. So, ich trinke auch nicht so viel Alkohol, ehrlich gesagt. Oh, peinlich, Sascha. Ich habe, reden wir nicht drüber. Alkohol habe ich ja reduziert, habe ich ja schon gesagt. Lutsch schnell. Oh Mann. Monte, beruhig dich. Aber eins kann man vorweg sagen. Du bist echt so, also dumm einfach. Schmerzhaft. Ich drehe mal den Leitfaden um. Vincent hat gerade gesagt, was ihn interessiert ist, wie du genötigt worden bist, YouTuber zu werden. Also, ich meine. Sascha immer sehr, sehr stark mit Worten, muss man ihm lassen. Also so war es prinzipiell, also um von ganz vorne anzufangen. Erzähl! Ja. Ja, mit wem warst du da immer? Und dann, ich auf einmal so... Ja? Es ist ein mega deepes Gespräch, ich merke das schon. Und dann haben wir gesagt, so, ja komm. Ja, interessant, Alter. Interessant. Pamela Rhein. Also Kleinigkeiten machen immer on point, also Dave. Und weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, auf jeden Fall. Sonst die Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so krass. Ich nenne es mal die Sorte unseriöse Business Coaches, die jetzt zum Beispiel ihren Erfolg und ihre Kompetenz dadurch legitimieren, was sie vermeintlich alles haben. Drehen dann ein Video und sagen, hey, jedes halbe Jahr einen neuen Wagen. Schau, ja, ich bin erfolgreich, klar, weil ich habe Geld. 11.200 Euro auf 40.000 Aufrufe. Auf wie viele Aufrufe? Mom, was? Hä? Ist ja nicht richtig. Schau, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld, zeigen aufs Auto. 15.000 Euro in einem Monat! Und hopps, Nico. Allein diese wo eine die Tür... ins Feuer reingefallen ist, das hat mich komplett gefickt. Ich fand das so witzig. Wenn ich mir eine Meinung einhole... Aha. Hol ich mir eine Meinung ein. Weil... gar nicht vorausschaubar gewesen, der Schnitt. Niemand ist dumm, der einen Fehler macht. Ja. Derjenige ist halt dumm, der einen Fehler macht. Oh, wie fühlt es sich an, Geld für eine Haartransplantation ausgegeben zu haben? Ich habe es kostenlos bekommen. Marketing! Ich muss. Schade, dass du bei der 2-Millionen-Feier nicht bei mir daheim warst. Das war echt witzig. Ich habe dich eingeladen, aber du kamst nicht. Hello, darkness, my old friend. Sau witzig, Tim, sau witzig. Ja, das ist schon so wild. Ich sag auch nichts mehr. Das war total so Cancer, Alter, mit diesem Code. Wieso hat er so einen unangenehmen riesigen Double Cup, Digga? Durch ein Kackrauschen. Was ja, da war? Dieses, das war so witzig, dieses Rauschen. Ich habe noch eine Sache, die ich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen private, aber da sagst du einfach nein, wenn du nicht drüber reden willst. Nee. Nein? Ja, nee. Ich behandle Leute so, wie ich selber behandelt werden möchte, am liebsten. Ja. Fickt euch. Ich stand ja auf die eine, ich fand die unnormal geil. Ja. War mit der da. Und ja. Die andere war da, du bist dazugekommen. Ja. Und du hast mit. Und der kleineren? Hast du geredet und die war auch ziemlich geil. Was ist das für ein Gespräch, Alter? Ah ja. Ja. Shit. Boah, Digga, hab ich mich gerade erschrocken. Fuck, Alter, hab ich mich gerade erschrocken, Junge. What the fuck? Okay, was ging jetzt? Also, das sind Fanboys von dir.
Hey, was geht, Jungs? Alles klar bei euch, bei mir auch, danke. Grüße an die Jungs, aber ich bin mir sicher, die kommen nochmal. So. Und Digga, Junge. Witzig ist, das ist jetzt aber deine Freundin. Ja, genau. Das feiere ich unnormal. Ja. Und ist wie so ein Kind auch ein bisschen so. Ja. Digga. Sascha, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde für dich aussagen, wenn du mir meinen Playbutton zurückgibst. Was ist los? Oh, fucking Iron Man, Sascha, halt in, Junge. Nicht schlecht, der junge Mann, nicht schlecht. Das Ding war scheiße, Punkt, nichts. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir schauen nochmal was hier rein, meine Freunde, und gucken, was uns hier bei Teil 2 erwartet, beim hungrigen Hugo. Wahrscheinlich mehr. Ne, wenn ich das abfuck. Oh, Junge. Freunde, wir machen jetzt Haterfragen. Du hast keine Freunde. Okay. Frage Nummer 1. Pupst Sascha und welche Socken trägt er gerne? Gar keine. Ist Tim Gabel okay. So ein komischer Retard und so autistisch? Ja, 100%. Bei Tim kickt 20 Mal rein, fick dich. Perfekt. Guck. Was weiß keiner über dich? Ich habe meine Eltern im sehr frühen Alter beim Sex erwischt. Okay. Ah. 5 Mal die Woche. Und okay. Ich war alleine mit der Kamera im Raum. Und okay. Hab davon Videos gemacht und bei YouTube hochgeladen. Ja! Ich musste alle offline nehmen, weil ich hätte für die alle noch im Nachhinein einen Strike kassiert. Kann das irgendjemand re-uploaden? Ja. Ist natürlich klar, wenn man seinen Eltern beim Sex filmt, dass man dafür irgendwann einen Strike kassiert. Das ist, ja. Knossi, der hat sich die Palme dazu gewedelt. Rascha! Du hast mich privat gefragt! Ja. Wir haben die Haterfragen hier fertig. Was mich interessiert ist. Wessen Hand war das? Ich würde sagen. Okay. Nico, hör auf, bitte. Ich würde sagen. Moin, wie geht's dir? Wer bist du? Ich glaube, das ist einfach nur. Junge, was? Auf deinem Boxershort und Tanktop. So sieht Sex für mich aus. Und übrigens. Digga, der Rettungsschwimmer-Beat. Ja, ja, hi. Ja, ja, hi. Die sind so unangebracht. Und ich fick dich. Ja, dann scheiß drauf, weißt du, wie ich meine? Dann mach das Ding da alleine und gut ist. So, ja. Los, Alter, was ist los? Ja, schauen und rein. Weg ist er. Ich bin stehen geblieben bei Drugs. Ich habe auch mit Papa Platte, glaube ich, drüber geredet. Der kann sich löschen. Dampfmaschine, ein Geld für eins als Stream. Kuss, danke, Bruder, für den Euro. Alkohol? Hab ich ja reduziert. Trink jetzt nur noch so 5 Mal die Woche. Mhm. Also, ich hab viel so. Ja. Ja. Mich auf den Weg begeben mit diesen Drogen. Ja. Jetzt frage ich mich, was für ein Verhältnis hast du zu diesen religiösen, spirituellen Themen? Hast du dann auch Gott mal zu spüren bekommen? Hat Gott mal bei dir reingehalten, ist die Frage. Bist du gläubig? Ja. Ich würde Allah schon gerne tatsächlich sehen, ich würde fühlen, ich würde ihn spüren. Ja. Ich auch. Ein bisschen auf der Brust. Ja, okay, klar. No. Du bist extrem ordentlich. Aber Karl S. zum Beispiel ist schon so unordentlich, dass mich irritiert. Sehr stark. Und ich glaube, dich würde es noch krasser abpacken als mich. Mir reicht's, okay? Okay. Oh, Digga. Oh, Junge, ist das wild geschnitten. BTF. Noni. Oh. Ich bin erfolgreich im Show, ich bin erfolgreich, weil ich hab Geld. Ich stehe auf Luxus und ich hab Geld. Du verstehst, was ich meine? Okay, ja, ich Pseudo. Professor, ich bin Millionär, du insolvent. Deutlich besser als Teil 1 in meinen Augen. Du willst sagen, wie viele Panikattacken hattest du? Ich weiß nicht, was ich bin so nervig. Was nur so eine 10. Wir werden nicht warm. Junge, Tim, entspann dich. Ich glaube, also klar, viel Flüssigkeit ist wichtig und so, aber entspann dich, Bro. Wir machen jetzt Deckel drauf. Ich würde sagen, dein Schlusswort in diesem Ganzen. Ich glaube. Wir sehen uns. Sehr, sehr schön, Digga. Nicht schlecht auf jeden Fall an der Stelle. Ja, gefällt mir. Das ist doch schon mal nicht verkehrt, würde ich sagen. So, fühlt ihr das hier mit dem Home-Setup? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich sehe, das ist so ein Ding. Ich sehe das Home-Setup so. So sehe ich das. Ich sitze hier und laber mit euch. So sehe ich das. Wisst ihr, was ich meine?
Ich find's cool so, ich find's cool. Ich glaub, wenn das hier, ich komm, krieg auch noch ein neues Bett und so. Wartet mal, wenn das Schlafzimmer hier fertig ist, am Nachkommen. Das ist die Liebeshöhle der Nation. Oh, richtig geil hier. Sehr schön, Mann. Wird richtig geil, wirklich. Wird richtig, richtig gut. Nee, ja, da verpiss dich aus dem Chat. Bunny weg, Big Mac für 20 Jahre, Alter. Beiseite mit dem Jungen. Beiseite. Ich find's auch cool. Ich mag's, Alter. Ich mag's auch sehr, ich mag's auch sehr. War Frau Bar schon in dem Bett? So,